Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute begrüße ich Sie ganz herzlich aus der St. Marienkirche mitten in Berlin. Diesmal ohne die Geschwister aus den anderen Religionen. Seit 10 Jahren beten wir zu unterschiedlichen Anlässen, Seite an Seite. Juden, Muslime, Christen und andere, jeweils in ihren Traditionen. Aber noch nicht im House of One. Ebenfalls vor 10 Jahren gründeten wir hier in dieser Kirche in der Sakristei den Verein Bet- und Lehrhaus der drei Religionen. Seither ist viel geschehen. Seither haben so viele am House of One mitgearbeitet, haben uns unterstützt, gespendet und gebetet. Wir danken Ihnen von Herzen dafür. Ohne diese Unterstützung wären wir niemals so weit gekommen. Heute nun haben wir den Grundstein für das House of One gelegt und wollen daher einen Blick vorauswerfen in die künftige Kirche im House of One. Diese wird ganz anders aussehen als die Marienkirche. Kleiner und einfacher. In der Anmutung fast wie eine christliche Hauskirche. Quadratisch und umgeben von warmen, gelben Ziegelsteinen. Und wo sich hier der Himmel steinern wölbt, das mittelalterliche Gewölbe als Symbol des Himmels, wird dort durch ein Glasdach von oben Licht in den Kirchraum fallen. Auch eine Orgel wird es geben. Und 2 Dinge aus der Marienkirche werden wir im House of One, in der House of One-Kirche wiederfinden können. Da ist zum einen diese Christus-Ikone. Sie verbindet uns mit den Traditionen der orthodoxen Kirchen. Diese Ikone, wie wir sie hier sehen, orientiert sich an einem Bild aus dem 6. Jahrhundert, das sich im Katharinenkloster auf der Sinai-Halbinsel befindet. Es zeigt Christus als gnädigen Weltenherrscher. In der House of One-Kirche wird diese Ikone rechts neben dem Altar hängen, fast auf Augenhöhe, wie hier auch. Wenn ich dann als Besucher vor die Ikone trete, dann werde ich mit offenem Blick von Christus direkt angesehen. Das will sagen, Gott ist nicht unerreichbar im Himmel. Er ist Mensch geworden. Er ist uns nahe, er sieht uns. Du kannst dich mit ihm verbinden. Wir glauben Jesus Christus als wahren Gott und wahren Menschen zugleich. Daher kann es auch Bilder von ihm geben. Der große Goldnimbus hier, der Heiligenschein, der verweist auf die Gottnatur Jesu. Und sein Gesicht, die offenen, etwas asymmetrischen Augen auf seine Menschennatur. Mit seiner Linken überreicht er uns die Bibel, das Evangelium, seine Botschaft. Mit seiner Rechten segnet er uns. Und hier, über seiner linken Schulter, da lugt schon das House of One hervor. Das zweite Element ist dieses Nagelkreuz hier, das uns mit unseren anglikanischen Geschwistern verbindet. Es setzt sich zusammen aus 3 großen spiedeeisernen Nägeln. Einer steht aufrecht und 2 übereinander waagerecht. Diese Nägel trugen einst das Dach der Kathedrale von Coventry in England, so lange bis es von deutschen Bomben im 2. Weltkrieg zerstört wurde. Die Menschen in Coventry aber sannen nun nicht auf Hass und Rache, sondern waren auf Versöhnung aus. Sie orientierten sich dabei an Jesus. Jesus, der jede und jeden so sehr liebt, der allen so radikal vergibt, dass er dafür gekreuzigt wurde. Nicht sich über andere erheben, auf andere zeigen, sich über andere stellen oder sich gegen andere wenden, sondern der Blick auf die eigene Vergebungsbedürftigkeit und die Sehnsucht danach, sich mit anderen zu versöhnen. Das ist die Botschaft, die mit dem Tod Jesu und mit dem Nagelkreuz verbunden ist. Und diese Botschaft spricht zu uns auch aus dem Versöhnungsgebet von Coventry, das wir jetzt beten. Wir alle haben gefehlt und sind fehlbar. Darum lasst uns beten, Vater, vergib. Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse, Vater, vergib. Das habsüchtige Streben der Menschen und Völker, zu besitzen, was nicht ihr eigen ist, Vater, vergib. Die Besitzgier,
die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet. Vater, vergib. Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen. Vater, vergib. Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Heimatlosen und der Flüchtlinge. Vater, vergib. Den Rausch, der Leib und Leben zugrunde richtet. Vater, vergib. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf dich. Vater, vergib. Lehre uns, so Gott, zu vergeben und uns vergeben zu lassen, dass wir miteinander und mit dir in Frieden leben. Darum bitten wir dich, um Christi willen. Und mit seinen Worten lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mit Freude und Demut tragen wir unseren christlichen Glauben. Wir, die St. Petri, St. Mariengemeinde, Xaver Schulz, der uns an der Orgel begleitet hat, und so viele andere. Mit viel Schwung werden wir unseren Glauben ins Haus auf Wann hineintragen. Zugleich freuen wir uns auf die vielen Begegnungen, Gespräche, das Kennenlernen mit Menschen verschiedenen Glaubens, unterschiedlicher Herkunft. Im Haus auf Wann wird das alles in besonderer, intensiver Weise stattfinden können. Und wir vertrauen auf Gott und seinen Segen. Geht hin im Frieden Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.